Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erni und heute habe ich ein spannendes Thema für dich. Wie wirkt sich eigentlich Impotenz und Unlust auf der energetischen Ebene aus und was kann man da machen? Ich habe heute ein ungewöhnliches Thema für dich. Denn es geht ja natürlich um die energetische Ebene, aber es geht um ein sehr konkretes Thema. Und zwar um das Thema Unlust und Impotenz auf der sexuellen Ebene. Und was das jetzt mit Energetik zu tun hat, das erfährst du gleich. Grundsätzlich versuche ich ja bei der medialen Energetik, mir konkrete Themen in einer Ebene herzuholen, wo man sie bearbeiten kann. Das heißt, du kannst dir vorstellen, für alles, was erscheint, gibt es irgendwo ein energetisches Bild, mit dem ich dann arbeiten kann. Was heißt energetisches Bild? Das heißt, konkret sind wir mal dabei, es gibt sexuelle Unlust, es gibt womöglich Impotenz, dann ist da ein energetisches Bild, das ich bearbeiten kann. Du wirst es wahrscheinlich gar nicht so annehmen, aber es gibt so viele, auch gerade männliche Klienten, die ich habe, die da kommen, wirklich mit so Potenzthemen und Potenzproblemen. Und das möchte ich jetzt einfach einmal beleuchten und belichten. Auf der energetischen Ebene hängt ja die Sexualität und die Lust auch natürlich mit dem Wurzelchakra zusammen. Das heißt, das ist so das Chakra, das ganz unten sitzt, so Steißbein, so in der Steißbeingegend und hat so von der Farbe so rot. Ja, aus dem ist die Farbe rot zugeordnet. Das kannst du dir so vorstellen. Rot ist so eine sehr dicht schwingende Farbe und das ist jetzt so verglichen mit der Skala nach oben, wo es so nach Weiß-Gold geht oder so hellviolett-Weiß-Gold, so zum Kronenchakra rauf, ist das eher so eine Basisfarbe. Also Wurzelchakra ist rot und jetzt kannst du vielleicht schon kombinieren, warum es ein Rotlichtviertel gibt und kein Blaulichtviertel. Denn das soll natürlich da unten animieren. Rotlichtviertel soll da unten animieren. Hatte ich übrigens auch mal eine Klientin, ganz spannend, da hatte ihr Partner Probleme mit der Ejakulation. Also der ist nicht gekommen. Und die Klientin hat geglaubt, das hängt mit ihr zusammen. Und da habe ich mir das dann auf der energetischen Ebene angeschaut und habe dann gesehen, jetzt rein wie die Energien fließen, das kann man sich dann so herholen, rein wie das fließt, findet er sie sehr sexy. Also es konnte nicht daran liegen, dass jetzt der Mann die Frau unattraktiv fand. Aber man hat gesehen, so vom Energetischen her, dass dieses Wurzelchakra, das ich vorher erwähnt habe, ganz, ganz eng und klein war und unter Stress war bei diesem Klienten. Naja, und was war die Lösung? Eine ganz simple Visualisierung. Ich habe dann auch gesehen, dass die Klientin eigentlich ein recht gutes Gespür hat. Das heißt, die konnte gut visualisieren, die konnte gut energetisch arbeiten. Das hat man so gesehen, also das sieht man so am, das sehe ich da so am Energiefeld, am Kanal von den Klienten. Und dann habe ich der Klientin eine einfache Übung mitgegeben, die du ja auch mal probieren kannst, solltest du Probleme mit diesem Thema haben. Ganz einfache Visualisierung. Es geht darum, das Wurzelchakra zu aktivieren. Wir haben jetzt schon gehört, Wurzelchakra ist rot. Also habe ich der Klientin gesagt, stell dir einfach mal, bevor du mit deinem Partner schläfst, bevor du intim wirst, einfach mal eine rote Glühbirne zwischen seinen Beinen vor, wie eine Lampe, die du anknipst. Und stell dir vor, die leuchtet dann rot. Und weißt du, was dann passiert ist? Die Klientin kam beim nächsten Mal höchst zufrieden und hat gesagt, seit ich das mache, kein Thema mehr mit der Ejakulation. Er kommt und es ist eine für sie auch erfüllendere Sexualität. Also das ist so eine ganz einfache Übung, wo man schon einmal die Sexualität ankurbeln kann. Es ist so, dass gerade in unserer Zeit, wo alles immer mehr in den Kopf reinschießt von der Energie her, wo alles mehr so durchdacht wird und wir sehr auf Zack sind, auch mit den Medien, YouTube zum Beispiel, und jeder so das Smartphone in der Hand hat, dass sich die Energien generell immer mehr nach oben lagern. Das heißt, generell entsteht auch bei vielen Menschen einfach so eine Unlust, weil die unteren Zentren nicht so belebt sind.
Du kannst dir einfach mal deinen Körper so vorstellen, wenn du viele Gedanken hast und viel im Kopf bist und viel Welt, dann wirst du dich auch sexuell nicht so einlassen können oder fallen lassen können oder das auch nicht so genießen können. Das ist so ganz klar. Das heißt, der nächste Tipp einfach mal, dagegen ein bisschen so Unlust und Impotenz vorzugehen, ist natürlich zur Ruhe zu kommen. Und zur Ruhe kommen heißt einfach, lass dir Zeit für die Sexualität. Nimm dir da bewusst Zeit, leg das Mobilfon weg und schau einfach bitte, dass du einen ruhenden Ort hast, dass du zur Ruhe kommst, auch mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, und dass ihr euch nur diese Zeit nehmt und einmal weg von diesen Alltagsgedanken und Jobgedanken seid oder Familiengesprächen. Das heißt, man muss sich für die Sexualität auch Zeit nehmen. Und das ist gesund, denn je mehr Sex man hat, je intimer man ist, je mehr man sich spürt oder küsst, umso besser ist auch die Partnerschaft. Denn da kicken dann die Bindungshormone auch mit rein, die helfen dir da. Und dann wird das Ganze wieder besser und man streitet auch weniger. Beziehungsweise kann es auch sein, dass sich dann wirklich so Unstimmigkeiten einfach lösen. Das heißt, Zeit lassen für die Erotik. Schau, dass du die Energie aus dem Kopf runterbringst. Eher so wieder Leisten, Beckengegend. Und da sind dann keine Gedanken. Da ist man dann im Moment und kann sich besser fallen lassen. Das nächste, was ich beobachtet habe bei vielen Klienten und bei allem, vor allem auch bei jüngeren Männern, und das finde ich auch bedenklich, ist, dass die glauben, sie haben sexuell ein Problem, obwohl die einfach nur kein Gespür haben, dass die vielleicht ein Vorspiel bräuchten. Also offensichtlich ist es bei uns wirklich schon so gang und gäbe, dass man mit der Pornografie so umgeben ist, dass jeder Mann glaubt, das Geschlechtsorgan muss ein Springteufel sein, dass der gleich aus dem Kasten hüpft und gleich hab acht steht. Aber das ist halt, bei manchen ist es so, aber bei manchen eben nicht. Genauso bei den Frauen. Ich habe auch ganz viele Frauen, die dann sagen, na, sie haben Orgasmusprobleme oder sie haben nicht so eine große Lust dann auf den Partner oder sie können sich nicht richtig fallen lassen. Vergesst bitte dieses Vorspiel nicht. Ich meine, da klinge ich jetzt wahrscheinlich wie Dr. Sommer aus den 80er Jahren der Bravo, aber dieses Zeitnehmen und sich auch gegenseitig streicheln und küssen und einfach einmal sich aufeinander einschwingen, das brauchen viele Leute und da haben manche einfach einen anderen Rhythmus. Und nicht nur Frauen, sondern auch die Männer. Und die brauchen auch eben dieses Gefühl, da geliebt zu werden und angemacht zu werden. Das heißt, es ist auch so ein Zeitfaktor, also nichts überhudeln, einfach Zeit lassen und stell dir einfach mal vor, wie brauchst du es denn persönlich? Da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nur dein Tempo und das solltest du dir dann mit der Partnerin oder deinem Partner auch ausmachen können. Und das nächste Problem ist auch, passen die Partner wirklich gut zusammen sexuell? Liebst du deinen Partner? Findest du ihn anziehend? Findest du ihn attraktiv? Also das wäre so die Frage, warum schläfst du mit jemandem? Warum bist du mit jemandem zusammen? Und da geht es genauso um die Männer wie auch um die Frauen. Das ist halt einfach mit Online-Dating geht alles relativ schnell, relativ unverbindlich. Und da solltest du wirklich dir bewusst machen, öffnest du dich für jemanden? Ist die Zeit da? Funktioniert eure Chemie? Denn das ist so das Wichtige. Man kann sich das energetisch in etwa so vorstellen. Ich zeige es jetzt mal mit den Fingern her, dass man sich auf möglichst vielen Ebenen berühren kann und dass da mit möglichst vielen Ebenen ein Austausch geschehen kann. Und wenn das rein jetzt auf dieser profanen körperlichen Ebene ist, dass ich sage, du Mann, ich Frau oder du Mann, ich Mann oder egal wie auch immer man gestrickt sein mag sexuell, wenn das rein jetzt auf die sexuelle Ebene ist, dann ist das vielleicht mal ganz nett. Da gehört halt oft einmal mehr dazu, zu einer erfüllenden Sexualität. Meistens ist man sensibler und sensitiver, als man glaubt auf dieser Ebene. Ich will da jetzt nicht den Moralapostel raushängen lassen. Jeder ist da anders gestrickt und jeder hat da so seine Vorlieben. Aber fühl dich selber rein, was dir wichtig ist. Brauchst du deine Zeit bei der Sexualität? Was brauchst du, um intim werden zu können? Um etwas genießen zu können mit deinem Partner.
bei Männern genauso wie bei Frauen. Letzten Endes sollten deine Geschlechtsorgane wie ein heiliger Ort sein, wie ein Tempel. Und wie bei einer Kirche oder einem Tempel bist du achtsam, wenn du eintrittst und bist du bewusst, wenn du eintrittst. Das heißt, such dir achtsame Partner aus, such dir bewusste Partner aus von allen Geschlechtern. Also das gibt es in allen Variationen, ob jetzt Mann oder Frau, seid einfach achtsam und schau, passt das jetzt für dich, ob diese Person jetzt wirklich unter Anführungszeichen würdig ist, dass du da intim wirst. Denn du begibst dich immer in eine sehr exponierte Position bei der Sexualität. Es gibt ja dieses Sprichwort, es gibt keinen unverbindlichen Sex. Und das stimmt auch im Energetischen so. Man muss da jetzt kein Drama draus machen, aber letzten Endes verausgabt man sich, je mehr wechselnde Sexualpartner man hat und es entstehen Bindungen. Es gibt da schon so Reinigungsmeditationen auch, werde ich auch mal eine veröffentlichen hier am Kanal. Aber man sollte einfach da ein bisschen vorsorgen, ein bisschen bewusster sein und sich klar sein, jede Partnerschaft, jeder sexuelle Akt ist auf eine Art eine Bindung, eine Verwicklung. Eine weitere Regel, hat mir mal eine Freundin erzählt, ist finde ich einen guten Tipp, schlaf mit niemandem, wo du nicht das Gefühl hast, das wäre ein guter Vater oder eine gute Mutter für dein Kind. Also schlaf mit niemandem, wo du nicht das Gefühl hast, okay, dass wenn da was passieren würde, würde es passen. Wo wir schon beim Thema Kinderkriegen sind, das ist ja auch ganz witzig, man kann sich ja energetisch auch anschauen, passt das bei einem Paar mit Kindern oder nicht. Und da sehe ich auch ganz oft, wenn ein Paar Schwierigkeiten hat, zu empfangen, schwanger zu werden, dann sind das oft für die Sexualität auch ungünstige Umstände. Zum Beispiel, dass jemand immer gestresst ist oder noch negative Erfahrungen mit der Sexualität gespeichert hat. Das wäre eine Möglichkeit. Dass die Partner unterschiedliche Rhythmen bei der Sexualität haben und sich das nie ausreden getraut haben. Das ist auch mit ein Problem. Also ich finde das irrsinnig schade, wenn es eben so diese Verwicklungen, diese Komplikationen gibt, und das lässt sich oft einmal ganz leicht lösen. Vielleicht interessiert es dich ja noch, wie man sich das anschaut, ob da jetzt ein Empfängnis möglich ist oder nicht. Wie funktioniert das jetzt, dass man sich das energetisch anschaut? Du kannst dir das so vorstellen. Man schaut sich die Energie einfach vom Samen des Mannes an und von der Eizelle der Frau. Und wenn die gut zusammengehen, das ist ähnlich wie bei so einer systemischen Aufstellung, wie bei einer Familienaufstellung zum Beispiel, wenn die gut zusammengehen energetisch, dann wird es dann früher oder später mal ein Kind geben. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Also so schaue ich mir das an, zum Beispiel, nur falls du dich gefragt hast. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du Fragen dazu hast, wenn du andere Aspekte auf der energetischen Ebene beleuchtet haben willst, schreib es einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich natürlich drauf. Ich werde auch schauen, dass ich demnächst die Meditation veröffentliche, eben wo man so Reinigung der Sexualität, Abtrennen von alten Sexualpartnern, wo man das so drinnen hat. Da werde ich jetzt demnächst mal eine Meditation veröffentlichen. Und ich freue mich natürlich, wenn dir der Inhalt gefällt, bitte like das Video, gib einen Daumen hoch, bitte abonniere meinen Kanal. Wenn du jemanden kennst, der sich das anschauen sollte, dein Partner vielleicht, dann teile es einfach gerne. Ich freue mich drüber. Denk dran, RNI bringt Energie. Alles Gute.